besseren Zukunft. Pass doch mal auf. Eine genaue Vermessung des Tags. Was quasselst du denn da? Wir haben doch Karten. Wenn du ein paar Schnörkel auf einem Stück Papier hast, du könntest dir auch einen neuen brauchen. Albon kann uns doch nicht einfach ignorieren, oder? Wegen ihm wären wir fast gestorben. Sieh uns doch mal an. Was sollen wir denn machen? Ihn mit Arnulfs Krücke bewerfen? Ihr habt's sehr geschafft, wie ich sehe. Hammer und Zange. Allerdings, Jägerin. Sie haben mir von deiner Sprengung erzählt. Lokov hat noch gezittert wie ein Zweiglein. Hey! Wichtig ist nur, dass alle am Leben sind. Aber nicht dank Ulvand. Habt ihr schon mit ihm geredet? Wir sind auf der Warteliste. Er traut sich nicht, uns alle gleichzeitig vorzulassen. Wir müssen zusammenbleiben, falls er seine Schläger auf uns hetzt. Ihr seid doch schon verschwunden. Ich kann mich um Ulvand kümmern. Ihr müsst nicht bleiben. Wissen wir, du alter Hammer. Passt auf euch auf. Fragst du dich je, ob's das wert ist? Getroffen. Sei willkommen, Fremde. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche.
Toll aus, wie immer. Ich muss weg, tut mir leid. Was ist mit dir? Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Thank you.
Recht. Der letzte Teil des Sonnenreichs vor dem verbotenen Westen. Ein Karja-Horn. Vielleicht heißt das, die Gesandtschaft beginnt bald. Okay, ich muss rausfinden, wer hier das Sagen hat. Aber zuerst sollte ich vielleicht sollte ich mich mal umsehen. Ah, Retterin, sag mal, du bist nicht zufällig auf dem Weg ins Niemandsland, oder? Vielleicht. Wieso fragst du? Ah, tja, offen gesagt, es gibt Schätze im Westen. Herrenloser Schrott und altes Metall. Und ich habe eine starke Truppe Plünderer, die sich dort auskennen. Hast du keine Angst vor den Tenat? Doch, sehr. Aber ich mache die meisten Geschäfte im Niemandsland. Neutrales Gebiet und so weiter. Fahrlicht ist unser Zugangspunkt, wenn sie nicht gerade für Gesandtschaften schließen. Ich hoffe doch, deine Ankunft bedeutet, dass sie bald öffnen. Ich habe schließlich ein Geschäft zu führen. Ich will diese Gesandtschaft hier ebenso sehr wie du. Glaub mir, ich arbeite daran. Gut zu wissen. Und, vergiss uns nicht. Wenn du den Weg freimachen kannst, findest du unser Hauptlager gleich hinter Fahllicht. Wir kaufen jeden Schrott, den du hast. Und wenn du Maschinenteile brauchst, wir haben die besten im Westen. Garantiert. Okay. Also bis später. Wenn du die verdammten Tore öffnen kannst. Ich bin wohl nicht die Einzige, die diese Tore öffnen will. Garantiert. Da ist Erend. Er hat wohl einiges Intus. Retterin, du musst mir helfen! Mach das nicht lächerlich. Retterin! 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 Nur du kannst helfen! Kanava, sie ist Meridians Retterin, nicht deine. Nenn mich einfach Aloy. Was willst du? Niemand hört mir zu, aber... Die Eklipse! Sie sind im Schrecken. Ernsthaft, Kanava? Aloy ist es, die sie besiegt hat und du nervst sie mit diesem Blödsinn? Einige sind wohl nach Westen nach der Schlacht bei der Flamme. Eine der Wachen, Laruvik, schlich sich fort und traf sich mit einem... Ich wollte lauschen, aber sie sahen mich und dann wollte Laruvik mich töten. Ich wehrte mich. Es hieß er oder ich. Leider gibt es nichts Handfestes, das Laruvik mit der Eklipse verbindet. Und da Conover den Mord nicht bestreitet, verurteilte Nozar ihn zum Tode. Woher weißt du, dass Laruvik für die Eklipse arbeitet? Also, ich konnte zwar nicht alles hören, aber beide sagten das Wort... Eklipse. Also für mich klingt das schon verdammt weit hergeholt.
Man schreit Eklipse und schon entkommt man der Todesstrafe. Ich habe keine Angst vorm Tod. Aber wenn wir das ignorieren, werden auch andere sterben. Sag mir genau, was passiert ist. Vor Wochen schlüpften beim Schichtwechsel Eindringlinge durch das Tor. Bis wir das bemerkten, waren sie schon fast aus der Schlucht. Noza wollte sie aber nicht verfolgen. Um die kümmern sich die Tenakt, meinte er. Noza lässt sich nicht ablenken. Er straffte die Streifenpläne, tadelte die Wachposten und es ging weiter wie immer. Aber mir ging das nicht aus dem Kopf. Keiner von uns arbeitet schlampig, also ließ es jemand absichtlich offen. Und Larovic, nun, er mault immer über Offiziere, aber bei der Sache blieb er still. Und nach dem Vorfall verhielt er sich plötzlich anders, nervös. Als er sich eines Nachts aus der Kaserne schlich, folgte ich ihm. Ich sah, wie er mit einem Fremden stritt. Und als Larovic die Eklipse erwähnte, wollte ich näher ran, aber sie hörten mich. Der Fremde floh und Larovic griff mich mit dem Messer an. Ich wehrte mich. Wachen hörten den Lärm und sahen mich bei seiner Leiche stehen. Warum glaubst du ihm nicht? Wir waren im Wald, haben Larovics Bett durchsucht, mehrmals, und nichts gefunden. Also, Canova ist ein guter Mann. Ich halte ihn nicht für einen kaltblütigen Mörder. Aber für Noza zählen nur Fakten. Und Canova hat Larovic nun mal getötet. Er bestreitet das nicht, richtig? Nein, aber da draußen sind noch mehr Eklipse. Dass es keine Beweise für diese ganze Eklipse-Sache gibt? Also, Tote kann man nicht befragen. Noza ist mit der kommenden Gesandtschaft schon ausgelastet und will keine Ablenkung. Aber wenn du Eklipse-Soldaten siehst, die im Wald Pläne aushecken, dann sag Bescheid. Hast du bei diesem Treffen irgendetwas über ihre Pläne gehört? Nein. Aber die Lichtung liegt gleich östlich von hier, am anderen Ufer. Da haben bereits ein Dutzend Soldaten gesucht. Dort ist nichts. Ich kann Dinge sehen, die andere nicht sehen. Wenn Eklipse im Schrecken sind, finde ich sie. Vielen Dank, Aloy. Die Sonne segne dich. Immer mit der Ruhe, Soldat. Hier drüben. Meine Herrin. Unser Stichwort. Wird es so besser? Wenn die Welt untergeht, will ich dabei nicht nüchtern sein. Lass mich raten. Du hast es eilig, also frag einfach, wenn du was brauchst. Was weißt du über den Ort? Nichts Gutes. Dorthin haben die Kaja die Gefangenen der roten Raubzüge aus dem verbotenen Westen gebracht. Die Glücklichen wurden zu Sklaven. Der Rest wurde zum Sonnenring in Meridian gebracht. Als Opfer. So ist es. Die Tenakt verwüsteten ihn, als sie die Kaja aus dem Westen verjagten. Irgendwie verständlich. Jetzt bezahlt der Bad Osseram, ihn wieder aufzubauen. Egal, wie viele neue Steine sie verwenden. Das Blut bleibt für immer. Was weißt du über die Gesandtschaft? Nicht viel. Nur, dass Abad sie unbedingt entsenden will. Er will partout Frieden mit diesen Tenakt. Aber wie ich höre, sind die nicht sonderlich erpicht auf Diplomatie. Sie lassen Klingen und Pfeile sprechen. Wenn du zu ihnen gehst, sei vorsichtig. Das könnte schnell übel werden. Ich werde dran denken. Also, konntet ihr Ersa bestatten, wie ihr es vorhattet? Ja, konnten wir. Viele Leute erwiesen ihr die letzte Ehre. Die Hälfte schuldete ihr Gefallen. Die andere sogar ihr Leben. Am Ende tranken dann alle. Das wildeste Begräbnis aller Zeiten. Das hätte ihr sicher gefallen. Scheiße, ja. Scheiße, ja. Hätte alle unter den Tisch gesoffen.
Wie ist es gelaufen, seit... Du heimlich davon bist? Nicht schlecht. Die Garde schlägt sich gut. Hat der Wart nach dem Kampf gegen die Eklipse unterstützt. Nach einem Monat bestatteten wir Ursa im Anrecht. Dann kam der Auftrag, Wadis auf seinem Weg zur Gesandtschaft zu behüten. Dachte, das wird ein Kinderspiel, also ging es natürlich schiefer. Du wurdest überrascht. War nicht dein Fehler. Noch ein paar von denen und ich glaub's. Ich sollte dann mal los. Klar, zu deinen komplizierten Aloy-Sachen. Vielleicht verschwindest du dieses Mal nicht völlig. Kann nichts versprechen. Also, was ich sagen wollte, wenn du mich jemals brauchst. Weiß ich, wo ich dich finde. Ja. Nächstes Mal hoffentlich nüchtern. Verlass dich nicht drauf. Pass gut auf dich auf, Aloy. Sie ist positiv, Bajiv. Da ist eine dicke Steinmauer zwischen dir und dem Tenakt da draußen. Yes, Sir. Was soll die Miene, Mavas? Würdest du lieber da raus? Nein, Sir. Ich kann ihn da nicht festmachen. Keine Angst. Wenn die Tenakt angreifen wollten, hätten sie das längst getan. Wenn du das sagst, Sir. Hast du hier das Sagen? Ah, entschuldige, nein. Das wäre Kommandant Nozar. Ich bin Lavan, sein Stellvertreter. Also, was führt Aloy von den Nora nach Fahrlicht? Es geht um die Gesandtschaft. Ich brauche sie, damit ich nach Westen komme. Und jetzt, da Gelehrter Wadis hier ist, kann es vielleicht endlich losgehen. Ah, ja, der Sonnenpriester. Kam wild schreiend und tobend hinter seiner Begleitung hier an. Er liebt seine Schriftrollen. Aber die Gesandtschaft braucht noch. Kommandant Nozar meldete Bereitschaft, aber der Hornstoß der Tenakt-Marschälle fehlt noch. Also gut, dann lasst mich durch die Tore. Ich muss mit ihnen reden. Das glaube ich dir. Aber das geht leider nicht. Befehl von oben. Die Tore sind offen für alle, die sich hinauswagen wollen. Osseram-Plünderer, besonders wagemutige Kharja. Aber vor einer Gesandtschaft darf niemand rein oder raus. Das gilt, bis die Tenakt wieder weg sind. Was genau passiert bei diesen Gesandtschaften? Hauptsächlich wird Handel getrieben. Die Kharja erbringen ihren Tribut, Essen, Gewürze, Ausrüstung. Dafür erhalten sie von den Tenakt persönliche Gegenstände der Soldaten, die in den roten Raubzügen fielen.
Diese aktuelle Gesandtschaft ist jedoch ein Sonderfall. Weil die Tenakt irgendeinen Gefangenen übergeben, richtig? Den Soldaten Verscharf? Ah, du weißt es. Alle sind nervös wegen der Gesandtschaft. Man weiß nie, ob eine Gesandtschaft gut läuft, bis sie vorbei ist. Du sagtest was von Tenakt-Marschällen. Wer sind die? Die Elitekrieger des Stammes. Vor jeder Gesandtschaft kommen sie mit einem Trupp Soldaten aus jedem ihrer drei Clans. Dann, im weiteren Verlauf, verhandeln sie im Namen ihres Anführers. Und mit verhandeln meine ich die Sonnenpriester anstarren, bis die nachgeben. Bayev hatte bei der letzten Gesandtschaft das erste Mal mit ihnen zu tun. Er war völlig durchgeschwitzt danach. Es war ein heißer Tag, Sir. Ha, ja, in der Tat. Wo finde ich Kommandant Nozar? Wenn er die Tore geschlossen hält, muss ich ihn überreden, sie mir zu öffnen. Ich bring dich zu ihm. Aber beachte eins. Der Kommandant hält sich ans Protokoll. Besonders, wenn er ohnehin angespannt ist. Wir werden sehen. Hier lang. Hier ist ja eine ganze Menge los. Die Tenakt haben hier während der roten Raubzüge gewütet. 2 Jahre Arbeit. Und es wird noch lange dauern. Der Arbeitsstopp in Kettenkratz hat beinahe unseren Wiederaufbau gestört. Aber eine gewisse Nora hat sie zum Arbeiten motiviert. Ich habe nur ausgeholfen. Naja, Alvund war sicher begeistert. Ich muss weiter, tut mir leid. Hey! Hey! Zur Seite, Soldat. Sir? Da ist der Kommandant. Mach dich besser bereit. Und viel Glück. Warum glaubt der Sonnenkönig, wir könnten mit diesen Barbaren Frieden schließen? Ich weiß nicht. Wie können wir eine Gesandtschaft stattfinden lassen mit einem Stamm, der seine Leute nicht im Griff hat? Was will man von solch ungebildeten Wilden noch erwarten? Ah. Aloy, nicht wahr? Ja, die das Tal für euch gesäubert hat. Die Aloy. Wir wertschätzen deine Dienste. Wir sind bereit für den Beginn der Gesandtschaft. Ihr habt doch das Signal gegeben. Beide Seiten müssen Bereitschaft signalisieren. Bis die Wilden ins Horn stoßen, warten wir. Ja, denn die Ersten werden... Klappe, was dauert da? Die Tenakt sind ein Stamm, der aus 3 Stämmen besteht. Wie viele Banner siehst du denn? Oh, ihr wartet einfach? Findet raus, was los ist. Das ist nicht der wilde Osten, aus dem du stammst, Nora. Das ist der verbotene Westen. Gefällt's dir nicht? Lauf nach Meridian und beschwer dich da. Das Meridian, das ich rettete? Ganz recht. Niemand geht durch das Tor, bis der 3. Clan da ist und das Tenakthorn erklingt. Nicht einmal die Retterin von Meridian. Du hast Glück, dass die Retterin von Meridian noch ein paar Dinge erledigen muss. Eine weitere Runde im Schrecken lohnt sich vor der Gesandtschaft sicher. Und Turles hat ein Jagdgebiet in der Nähe erwähnt. Zum Trainieren.
für den Sonnenkönig stark. Du auch. Suchst du nach Kleidung und Rüstungen? Ich schaufel mir nach der Schicht Zeit frei.